Hi, Perla hier und willkommen zur 21. Folge der YouTube News. Bei der ersten News geht es um TC vom damaligen Comedy-Trio Waititi. Dieser hat nun 7 Monate nach dem Ende von Waititi seinen eigenen Kanal gestartet. In dem ersten Video sind viele Charaktere von damals zu sehen und auch andere YouTuber wie die Lochis und Fresh Talker haben Gastauftritte. Vorerst will er alle 2 Wochen ein neues Video veröffentlichen und sich dann steigern. Und als nächstes geht es um den Gaming-YouTuber Hand of Blood und dieser hat ein Video mit dem Titel Schluss damit veröffentlicht. Eigentlich ist dies eine Parodie auf das gleichnamige Video von David Tyne, aber die Sachen, die Hand of Blood anspricht, sind ernst gemeint. Er sagt, dass er nicht mehr mit seinem Kanal zufrieden ist und sich selbst nicht abonnieren würde. Derzeit gäbe es einfach viel zu viele Projekte auf seinem Kanal und jeder hat ihn für etwas anderes abonniert. Er sagt, dass nun noch Videos kommen, die sich lohnen werden anzuschauen. Auch wenn es nun vielleicht nur noch 3 Videos die Woche sind. Als festes Format will er auf jeden Fall den Samstagshit behalten. Als nächstes geht es um iBlali. Dieser macht nämlich eine krankheitsbedingte YouTube-Pause. Auf Twitter schrieb er: Ich muss mal ein Statement abgeben, warum at the moment kaum Videos von mir kommen. Ich bin seit einiger Zeit krank und habe tagtäglich mit Schmerzen zu kämpfen, weswegen ich mich kaum auf die Arbeit konzentrieren kann. Worum es sich handelt, möchte ich nicht sagen, jedoch ist es nichts Lebensbedrohliches, also keine Bange. Ich versuche mit Freunden und Pokémon Go Ablenkung zu finden, jedoch gibt es Tage, an denen diese Schmerzen unerträglich sind, wie beispielsweise heute, und ich deswegen den ganzen Tag im Bett verbringen muss. Mein Arzttermin ist bald und ich hoffe, dass die Welt danach ein wenig rosiger und schmerzfreier aussieht. Es war mir wichtig, dass ihr das wisst. Seid dankbar für eure Gesundheit, ich bin's auch für meine, es könnte schlimmer sein, und macht das Beste draus, wir hören uns. Auf jeden Fall wünsche ich iBlali alles Gute und dass er schnell gesund wird. Und als nächstes geht es um den Sketch-YouTuber Yoka Tolulu. Dieser hat auch ein Video hochgeladen, wo er ankündigt hat, seinen Kanal zu verändern. Aber im Gegensatz zu Hand of Blood will er mehr Videos produzieren. Dafür aber nicht nur noch Sketches, sondern auch andere Sachen, wo er bisher noch nicht ganz weiß, welche genau und die Zuschauer auch Vorschläge machen können. Bei der nächsten News geht es um Revinzeit und Gamers Time. Diese haben schon lange ein neues Minecraft-Projekt namens Minecraft Orbit angekündigt und am 31.07. wird es nun soweit sein. Aus bisherigen Videos kann man entnehmen, dass sie mit einem Modpack spielen, in welchem NPCs vorhanden sind und Zeitreisen möglich sein werden. Des Weiteren wird es wohl kein normales Let's Play werden. Und als nächstes geht es um YouTuber AlexV. Dieser hatte ein Video hochgeladen mit dem Titel Fake-Account von mir übertreibt es komplett. In diesem Video erzählt er, dass jemand auf einer homosexuellen Plattform ihn angemeldet hatte und dann mit anderen geschrieben hat. Daraufhin bekam er dann Nachrichten und wurde darauf aufmerksam. Mittlerweile ist der Account wieder gelöscht, aber echt krass, auf was für Ideen manche kommen. Und zu guter Letzt ein Abo-Erfolg, und zwar hat die Beauty-YouTuberin Ichta Isik als 64. deutscher Kanal die Millionenmarke gebrochen. Glückwunsch dafür! Das war's auch schon wieder mit der heutigen News-Folge. Habt noch einen wundervollen Tag und ciao!